Einfach lautete das Motto des diesjährigen Youth Prayer Kongresses. Das Thema ist von den Veranstaltern ganz bewusst gewählt worden. Es geht schlicht um Jesus und das Beten zu ihm. Ganz einfach eben. Für Ben Geist, den Leiter von Teens in Mission, war das die wichtigste Nachricht des diesjährigen UPCs. Die Kernbotschaft ist: Fokus auf Jesus. Richte dich ganz auf Jesus aus, orientiere dich an ihm, nicht an irgendwelchen Dingen, die Oma, Opa, Großeltern, Eltern irgendwann mal gemacht haben, sondern orientiere dich an Jesus und dann entwickelt sich dein Leben von ganz alleine. Die Teilnehmer des Kongresses kamen genau aus diesem Grund nach Bad Liebenzell, um Jesus nahe zu sein, sich an ihm zu orientieren. Ich bin schon viele Jahre hier und weiß nicht, ich finde es einfach immer cool hier und ich kenne schon viele Leute und es ist einfach immer eine richtig coole Zeit auf dem UPC. Ich wollte wieder auftanken von Gott, ich wollte neuen Input bekommen, Menschen begegnen, Gemeinschaft erleben und ja, das einfach genießen. Auf dem Berg ist immer so eine besondere Stimmung, vor allem während dem UPC, wenn so viele Teens dabei sind, die einfach für Gott brennen, und das wollte ich mal wieder mitnehmen. Zum einen, weil ich hier eine ganze Menge Leute kenne und zum anderen, weil es einfach eine coole Atmosphäre ist. Also, ich war jetzt schon 2 Jahre da und es hat mir immer sehr gut gefallen und habe viel mitgenommen für mein Leben. Beim UPC erfuhren die Teilnehmer, wie sie von ihrem Glauben an Gott im persönlichen Umfeld erzählen können. Der Kongress sollte den Jugendlichen den entscheidenden Impuls dazu geben. Edgar Lutz, Dozent an der Interkulturellen Theologischen Akademie in Bad Liebenzell und einer der Hauptreferenten des diesjährigen UPCs, brachte es auf den Punkt. UPC gibt eine neue Leidenschaft für dass Gott Menschen liebt und dass er sie erreichen will und ihr Leben verändern möchte. Dafür gibt UPC einen neuen Anstoß und wirklich auch neue Ideen, dass junge Leute sich wieder aufmachen an ihren Schulen, an der Universität, am Arbeitsplatz, wirklich was weitergeben von Gottes Liebe. Am besten sei es, so Ben Geis, Freunden und Bekannten den Glauben direkt vorzuleben. Generell mache der Glaube das Leben überhaupt erst lebenswert. Deshalb sei es so wichtig, anderen davon zu erzählen. Ich glaube, das ist notwendig, nicht nur an Jugendliche, sondern generell, dass Menschen erfahren, dass Jesus da ist, dass Jesus sie liebt, dass Jesus für sie gestorben ist. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende, was ein Mensch im Leben mitbekommen muss, erfahren muss. Das ist der Sinn des Lebens und ich glaube, das sollte jeder mitkriegen, egal ob Jugendlicher oder Erwachsener. Edgar Lutz schildert die ganz praktischen Auswirkungen des Glaubens an Jesus Christus. Ich glaube, ganz wichtig, weil Menschen, wenn sie ihr Leben ohne Jesus gestalten, am Ende viele Dinge kaputt machen. Wenn man seines eigenen Glückes Schmied ist, dann haut man viel kaputt. Und wenn Leute Jesus kennenlernen, dann wird Leben verändert. Und deshalb ist Mission so wichtig. Gottesdienste, Seminare und Gebetsworkshops luden die Jugendlichen zum Mitmachen ein. Ein Highlight des UPCs war unter anderem der Generationentalk. Senioren standen den jungen Leuten dabei Rede und Antwort zu Glaubens- und Lebensfragen. Doch im Vordergrund stand an diesem Wochenende vor allem das Gebet. Ich glaube, dass Jugendliche hier erleben, dass im Gebet eine ganz große Macht liegt, dass dadurch Veränderung geschieht, dass Jugendliche hier erzählen, was sie erlebt haben, wofür sie gebetet haben und was sich dann in ihrem Leben oder im Leben von ihren Freunden, in der Familie verändert hat. Und ich glaube, dass dadurch sie hier erleben, Beten ist nichts Langweiliges, sondern Beten macht eigentlich das Leben aufregend. Nicht nur auf dem UPC in Bad Liebenzell, sondern auch im Alltag hat das Gebet für die Jugendlichen einen ganz besonderen Stellenwert. Gebet ist sehr wichtig für mich. Ich bete eigentlich täglich, also das ist echt so, das sage ich jetzt nicht einfach nur so. Es ist mir einfach wichtig, das immer so zum Runterkommen am Abend, einfach nochmal so einen Tagesabschluss, nochmal irgendwie so alles mit Gott so abchecken, wie der Tag so gelaufen ist, mit ihm sprechen, und das tut dann einfach gut. Also das Gebet ist einfach, Gott weiß das, was einfach Mitmenschen nicht wissen. Gott weiß, was in dir vorgeht, und du musst nicht viel erklären, wie du dich fühlst. Er weiß einfach dein Gefühl. Und das ist einfach toll, trotzdem zu sagen, Gott, ich bin dir dankbar, dass ich heute Morgen überhaupt aufgestanden bin und dass ich gesund wieder ins Bett gehe. Ja, einfach Beziehung mit Gott, dass man wirklich einfach alles loswerden kann, was man so auf dem Herzen hat. Und ja, das ist einfach schon so das Wichtigste irgendwie in meiner Beziehung zu Gott, dass man wirklich mit ihm reden kann. Ich wünschte manchmal, dass ich es noch mehr leben würde, aber eigentlich ist das Gebet für mich diese ständige Unterhaltung mit Gott und mit Jesus, ja, mit ihm den Alltag zu erleben. Und so auch, dass er mich darauf aufmerksam macht, was ich vielleicht sonst nicht sehen würde, vielleicht den Bettler an der Straßenseite. Daher war es auch keine Frage, dass die Gebetsnacht am Samstag den Höhepunkt des UPCs darstellte.
Eine Band stimmte die Jugendlichen auf den Abend ein und forderte zum Mitsingen auf. Danach wurden rund um das Missions- und Schulungszentrum zahlreiche Gebetsstationen angeboten. Dort konnten die Teilnehmer für verschiedene Bereiche in ihrem Leben beten. In diesem Jahr war sogar die Feuerwehr aus Bad Liebenzell vor Ort. An dieser Station beteten die Jugendlichen für Unfallopfer, Notfallhelfer, Ärzte und Seelsorger. Eine weitere Besonderheit des Abends war das Gebet für Missionare. In der Gebetsnacht konnten die Jugendlichen ausprobieren, welche Gebetsform sie persönlich anspricht. Ich glaube, dass jeder seine Art entdecken muss, wie bete ich. Ich glaube, dass manche Rituale helfen können, wie Hände falten oder so, um sich nochmal zu konzentrieren. Aber wenn das für jemanden eher ablenkend ist, die Augen zuzumachen, dann soll er die Augen aufmachen. Und wenn jemand gerne im Raum rumläuft, dann soll er rumlaufen. Einfach so, dass man sich wirklich aufs Gebet ausrichten kann und auf Jesus ausrichten kann. Und nicht, es geht nicht um die Form, es geht nicht ums Ritual, sondern darum, wie kann ich Jesus begegnen. Genauso vielschichtig wie die unterschiedlichen Gebetsformen der jungen Menschen waren die Eindrücke, die sie vom UPC mit nach Hause nahmen. Ja, ich glaube, am meisten nehme ich viele interessante Eindrücke und Anreize mit für die Jugendarbeit bei uns in der Gemeinde. Die Sachen, die man hört, die überdenkt man natürlich auch und geht die Sachen nochmal durch. Und man sammelt natürlich auch Erfahrungen und versucht es halt im Alltag umzusetzen. Ob beim Beten, Singen oder im Gespräch mit anderen, es war ein sehr intensives Wochenende mit vielen geistlichen Impulsen. Edgar Lutz fand für die Teilnehmer die passenden Worte zum Ende des UPCs. Ihr seid die Generation. Gott hat noch sehr viel mit euch vor, aber richtet euch aus auf ihn und lasst euch von ihm gebrauchen. Sagt Ja zur Verantwortung, die Gott euch gegeben hat und nehmt sie mit vollem Herzen an. Habt keine Angst davor, auch bei dem Versuch, die Sachen umzusetzen, zu versagen. Da geht manches schief, aber Gott macht noch Großes mit euch. 3 Tage unter dem Motto einfach gingen für die Jugendlichen wie im Flug vorbei. Einfach vorbei ist nach dem UPC jedoch nichts. Einfach weitermachen, einfach glauben.